Das Momentum hatte zuletzt für Donald Trump gesprochen und Donald Trump hat diese Wahl gewonnen, weil die Leute faktisch mit der Brieftasche abgestimmt haben. Das zentrale Thema waren die hohen Lebenshaltungskosten und die gute Kamala Harris hatte darauf null Antwort, was mit diesen Lebenshaltungskosten passieren soll, wie die runtergehen soll. Das war ihre entscheidende Leerstelle. Überhaupt konnte sie überhaupt nicht erklären, was sie denn eigentlich anders machen sollte als Joe Biden und das in einer Situation, wo fast 80% der Amerikaner gesagt haben, naja, wir sind unzufrieden mit der Entwicklung dieses Landes. Und so kommt in einer Situation, in der strukturell die Mehrheiten 50-50 eigentlich sind, ein kleiner Beitrag Richtung Trump eben dann zu einem relativ klaren Ergebnis. Er dürfte wohl auch das Popular Vote gewinnen, also sogar die meisten Stimmen haben. Und das ist natürlich dann vor allem auch für unseren öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine ziemliche Klatsche, der ja den Leuten versucht hat zu suggerieren, Kamala Harris schwarz gut und nicht Donald Trump, das reicht. Das hat aber nicht gereicht. Kamala Harris war eine extrem schwache Kandidatin und die deutschen Medien wollten das schlichtweg nicht wahrnehmen, weil sie eben komplett anti-Trump waren und da hätte man wahrscheinlich auch, was weiß ich, eine Gartenzaun gewählt aus Sicht des öffentlichen Rundfunks, wenn er nicht Donald Trump geheißen hätte. Wir wollen uns mal anschauen, was jetzt an den Märkten passiert. Die US-Futures mit einer Rallye. Wir sehen den Euro ziemlich abstürzen, der Dollar mit einer Rallye. Wir sehen China-Aktien abstürzen. Was wird der DAX machen? Das ist die Frage. Der ist zunächst mal runtergetaxt worden, ist aber dann jetzt erstmal doch relativ stark gestartet in den Tag, folgt so ein bisschen den US-Futures, aber ich habe so ein bisschen den Verdacht, diese Rallye wird nicht so lange weitergehen, denn dann wird Folgendes passieren, dann werden letztendlich die Kapitalmarktzinsen weiter steigen, das wird den Konsum in den USA abwürgen, Geld wird immer teurer, die Fed wird aufgrund des latent inflationären Vorhabens von Donald Trump die Zinsen bei nicht so weit senken können, wie die Märkte das eingepreist haben. All das führt dazu, dass die Finanzkonditionen eher rigider als laxer werden, wir gleichzeitig eine sehr hohe Bewertung haben und ja, die Unternehmenssteuersenkungen, die könnten helfen und die kann Trump wahrscheinlich ja durchsetzen, weil er eine Sweep bekommt, aber das Ganze wird aufgefressen durch steigende Defizite. Steigende Defizite heißen wiederum höhere Kapitalmarktzinsen und so dreht sich ein Teufelskreis, und von dem nur die Frage ist, wann er an den Märkten ankommt. Wir haben hier, oder das habe ich gestern ja gezeigt, nach oben S&P 500, Renditen, Bond Yields, also Commodities, Bitcoin und Dollar, so ist es gekommen, nur Gold ist sich da nicht so sicher, was man machen soll. Also das, was steigen sollte mit einem Sieg von Donald Trump, ist weitgehend gestiegen. Wir sehen, dass Trump vor allem auch diese Swing States weitgehend gewonnen hat. Wir werden gleich sehen, warum er sie gewonnen hat. Und hier sehen wir, es könnte so rauslaufen, dass wir bei 312 Wahlmännerstimmen sind, Kamala Harris nur 226, also Ost- und Westküste und ein bisschen was dazwischen, alles andere ist tiefrot und das ist doch eine herbe Niederlage für die Demokraten und vor allem dann solche Geschichten, wir erinnern uns, wir hatten ja am Wochenende jetzt noch gehabt, neue Umfrage, Harris in Iowa vorne und alle Hurra, Hurra, viele haben dann ihre Trump-Trades, die Gewinne ihrer Trump-Trades mitgenommen, also Renditen sind gefallen, Dollar ist gefallen und so weiter und so fort. Jetzt sehen wir, dass Trump in Iowa klar gewonnen hat mit 56% im Vergleich zu Harris mit 42%. Also diese Umfragen, die dann ein anderes Bild haben, versuchte nochmal zu erzeugen, die waren ziemlicher Bullshit und hier sehen wir das eigentliche Problem von Kamala Harris. Sie ist bei Schwarzen ist sie gut angekommen mit 86%, aber das Problem ist, viele Schwarze gehen nicht zur Wahl. Das heißt, das sind latent weniger Stimmen, vor allem als bei den Hispanics. Und die Hispanics waren fast ausgeglichen zwischen Harris und Trump. Und das reicht nicht. Du musst bei Schwarzen und vor allem bei Hispanics, die ja fast ein Fünftel der US-Bevölkerung stellen, da musst du ganz, ganz klare Mehrheiten haben. Und das war nicht der Fall, weil die Hispanics sagen, wir haben nicht so richtig Lust, dass aus dem Süden immer mehr Latinos kommen und wir sozusagen mit denen verwechselt werden. Denn wir sind schon lange
Schlange in den USA. Und das ist auch etwas, was Migranten in Deutschland kennen, dass die gar nicht so migrationsaffin sind, was andere Migranten betrifft, weil sie sagen, wir haben uns integriert, wir haben hier unsere Jobs und jetzt kommen da Hunderttausende von neuen Migranten, die auch unseren Status ein Stück weit in Frage stellen. Und das ist diese Abstimmung mit der Brieftasche. Immer mehr Leute haben gesagt, es geht uns schlechter als vor einem Jahr. Immer weniger haben gesagt, es geht uns besser als vor einem Jahr. Und wie gesagt, Trump verspricht das mit sinkenden Lebenshaltungskosten. Dieses Versprechen wird er sehr wahrscheinlich nicht einlösen können. Aber Kamala Harris hatte da eine komplette Leerstelle und das hat dann eben nicht gereicht. Und für die deutschen Medien kann man nur sagen, man hat weggeschaut, Augen zugekniffen, auf Erlösung durch Harris gehofft und vieles sprach ja, vor allem auch die Finanzmärkte sprach ja eher in Richtung Trump und hier sehen wir diese Umfrage, 72% der Deutschen hatten dann einen Sieg von Trump erwartet. Ich hatte hier vor 3 Wochen schon einen Artikel geschrieben, deutsche Medien verharren in ihrer Blase, nur die Deutschen glauben weiter an Harris, weil man ihnen eben sagt, Trump ist böse, Harris ist gut, schwarz und Frau und Anti-Trump und das ist gut, das reicht, aber man hat eben nicht berichtet über diese Leerstellen im Wahlkampf von Kamala Harris, nicht berichtet von ihren teilweise extrem schwachen Auftritten und die Demokraten hätten wahrscheinlich eine Chance gehabt mit einem überzeugenden Kandidaten, das wäre auch nicht Joe Biden gewesen, man musste dann halt umswitchen, um die Wahlkampfgelder zu behalten und hat dann mit das Schwächste genommen, was man eben finden konnte, was aber eben die Wahlkampfspenden weiter hat aktiv sein lassen, alles andere wäre sonst ein finanzielles Desaster gewesen. Man hätte neue Wahlkampfspenden einsammeln müssen. Also hat man Harris genommen, so ein bisschen Euphorie erzeugt, aber das Vakuum, das Harris letztendlich darstellt, nicht wirklich übertünchen können. Und das alles in einer Situation, trotzdem Luise Neubauer, die gute Luisa, jetzt so viel Wahlkampf gemacht hat in den USA. Da hat sie ja nur 2,5 Tonnen CO2 wieder für ihren Interkontinentalflug verbraucht. Die gute Vielfliegerin und Umweltaktivistin und hier dieser Parody-Account von Frau Baerbock sagt auch, also wie kann jemand Trump wählen, obwohl sich Luise Neubauer für Harris eingesetzt hat? Ja, das verstehe ich auch noch nicht. Wenn die Luisa bei mir klingeln würde, ich würde alles tun. Ich würde vielleicht sogar den Robert Habeck wählen. Ja, gut, so weit wollen wir jetzt nicht gehen. Aber hier unter den Mitarbeitern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, da lag Harris eben klar vorne und da war man sich einig, dann mit Jim Cramer. Und als Jim Cramer gesagt hat, also sieht so aus, als könnte Harris gewinnen, die Märkte scheinen das einzupreisen. Da spätestens war Panik angesagt und jetzt im Lager eben von Harris unter des öffentlichen Rundfunks. Und jetzt sollten wir, wie Christian Prüssing das hier vorschlägt, langsam die Erwachsenen wieder übernehmen und nicht solche Quatschköpfe, die derzeit im Auswärtigen Amt sind, das ja völlig geistig entkernt ist, ebenso wie das Wirtschaftsministerium. Wer mit Leuten zu tun hat, die dort mal gewesen sind, die sagen, das ist eine echte Katastrophe, alles was Kompetenz hatte, ist da raus. Und dann haben wir halt feministische Außenpolitik und dann solche Tweets, wie wir sie hier hatten, das wird jetzt alles nicht mehr so laufen. Jetzt kommt es darauf an, dass Erwachsene mal das ganze Ruder übernehmen. Dazu gleich mehr. Schauen wir uns erstmal noch Reaktionen an. Dollar, Yuan, Buff, mit Knall nach oben. Wir sehen Euro-Dollar, fast 2% im Dollar gefallen. Einer der größten Abstürze in den letzten Jahren. Wir sehen den DAX, der zunächst mal runtergetaxt wurde, dann raufgetaxt, dann wieder runtergetaxt, dann wieder deutlich raufgetaxt. Jetzt gerade der Handel angefangen. Mal gucken, wie es da weitergeht. Für den DAX ist das normalerweise nicht so eine gute Nachricht, denn klar, mit den Zöllen wird das Ganze schwieriger. Ebenso wie für Chinesen, dort wird es wahrscheinlich noch schwieriger. Der Hang Seng Index, deswegen mit einem Verlust von 2,6%. Aber das ist das Entscheidende aus meiner Sicht. Wir sehen einen deutlichen Anstieg der Renditen. Wenn Trump jetzt, wenn die Republikaner alles haben, also diesen Sweep schaffen, dann gibt es da keine Kontrolle mehr, gibt es kein Gegengewicht mehr, dann gibt es kein Ende der Schuldenorgie. So darf man vermuten. Also Explosion der Renditen. Damit wird Geld teurer. Das ist das, was das Entscheidende ist. Und ja, wir können heute diese Rallye sehen, hier ein Sweep, da hat Goldman Sachs gesagt, 3% kann es da nach oben gehen. Jetzt lesen wir solche Headlines wie S&P könnte 7.000 nächstes Jahr erreichen. Okay, hier nochmal eine Bewegung von 2,15%, so die Optionspreise heute. Morgen haben wir ja dann noch FED-Sitzung, also mal gespannt, wie die ganze Geschichte hier weitergeht. Und das natürlich auch getrieben durch diese hohe Put-Absicherung. Ich hatte darüber ein Video gemacht,
am Dienstagmorgen, glaube ich, gestern, ja, Videoausblick, wo ich sagte, das ist gefährlich, weil da eben jetzt alle abgesichert waren, jetzt werden die aufgelöst, das treibt dann die Käufe weiter nach vorne und so sehen wir deutliches Plus, vor allem beim Russell 2000, also diesen Nebenwerten, über 4%, deutlich besser als etwa Nasdaq, denn Nasdaq, da wäre ich mir nicht so sicher, ob das an der langen Ran so gut ist für den Nasdaq-Werte, weil eben hier solche Unternehmen wie Google und so weiter jetzt nicht Best Buddies mit Donald waren und die anderen auch, Meta und Konsorten, das ist das eine. Das zweite ist, dass die dann mit den Zöllen auch ein Problem bekommen, gerade Chip-Geschichten, gerade Austausch mit China wird wohl deutlich schwieriger. Das logische Play ist hier eben der Russell 2000, wie wir hier sehen. Wir sehen dann, Tesla ist massiv 14% im Plus, Bankaktien sind im Plus. Solarwerte dagegen stürzen ab und jetzt aber die Frage, wie geht es weiter? Und aus meiner Sicht wird das eben schwierig deshalb, weil die Kapitalmarktzinsen steigen, weil das Defizit absehbar immer größer wird, damit sozusagen die Anleihenmärkte als der große Gegenspieler dann auf den Plan treten und die Fed eben die Zinsen nicht so stark senken wird. Das wird uns vielleicht morgen dann auch schon der Schrömi sagen. Wir sehen heute Supermicro oder gestern genauer gesagt Supermicro Computer nach wie vor nicht wirklich gesagt, wann man die Annual Results vorlegen wird, also praktisch die Jahreszahlen vorlegen wird. Die Aktie knapp 16% im Minus oder um und bei 16% im Minus. Vor allem auch die Guidance, also der Ausblick war schwächer als erwartet. Mal sehen, ob das heute eine Rolle spielt für die gesamten Märkte. Und jetzt heißt es ja, gerade von Habeck, wir müssen jetzt zusammenhalten in der Ampel, weil mit Trump die Welt schon instabil genug sei. Aber das ist natürlich ziemlicher Quatsch. Nichts sorgt für mehr Instabilität, wie Julius Böhm hier schreibt, und Unsicherheit wie diese Ampelregierung. Wer Stabilität gewinnen will, muss die Ampel beenden. Und heute ja diese wichtigen Sitzungen, die beginnen, der Koalition in Sachen Haushalt, der Koalitionsausschuss tagt. Und da wollen wir mal sehen, wie diese ganze Geschichte weitergeht. Zwei Empfehlungen abschließend, kurz und knackig. Aktienmärkte steigen kräftig, aber Obacht, steigende Renditen. Erste Empfehlung gerne weiterempfehlen. Und nochmal ein Blick auf das Energiewende-Desaster. Da sind wir jetzt natürlich noch alleiniger auf weiter Flur, könnte man sagen. Wir hatten ja jetzt die letzten zwei Tage ziemliche Dunkelflaute, ein Wort, das jetzt es in den angelsächsischen Wortgebrauch geschafft hat. Also diese beiden Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.